Yo Heroes, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge Trainingswissen. Und heute geht es mal nicht um das Krafttraining, sondern um das Cardiotraining. Und zwar seht ihr jetzt hier einfach so ein ganz normales Laufband und das Einzige, was ich hier immer eigentlich mache, ist einfach die Geschwindigkeit hochstellen und ich mache mich einfach warm, ja. Aber habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was denn eigentlich diese rechte Tabelle hier eigentlich soll und vor allem, warum hier also ein Fettabbaubereich angegeben ist und vor allem das ganz Interessante ist, warum bauen wir angeblich mehr Fett ab, wenn wir langsamer laufen, ja. Also wir sehen jetzt hier 65% der Herzfrequenz, da sollten wir wenn wir in diesem Bereich trainieren, sollten wir angeblich mehr Fett verbrennen und hier, wenn wir uns höher belasten, sollen wir eher die Cardio-Sachen trainieren, also mehr das Herz-Kreislauf-System und einfach unsere allgemeine Ausdauer, ja. Und das Ganze zeige ich euch jetzt einfach mal an einem kleinen Rechenbeispiel. Und zwar haben wir jetzt hier einfach einen Mann, ja, der ist, ich kann mir sehr gut zeichnen, wie ihr seht, ist einfach 80 Kilogramm schwer und ungefähr 30 Jahre alt, ja. Und was macht er denn jetzt, wenn er ungefähr bei 65% seiner Herzfrequenz trainiert? Das wäre jetzt hier laut dieser Tabelle ungefähr bei einer Herzfrequenz von 123, ja. Und zwar verbraucht er da, wenn er 30 Minuten joggen geht, also wenn man da 30 Minuten auf dem Laufband verbringt, verbraucht er ungefähr 150 Kalorien und davon 40% verbraucht er aus Fett, ja. Und das sind dann ungefähr 60 Kilokalorien, die aus Fett verbrannt wurden. Aber wie sieht das Ganze denn jetzt aus, wenn er jetzt das Laufband sich höher einstellen würde und sich stärker belasten würde? Und zwar ungefähr bei einer Herzfrequenz, wie wir jetzt hier an der Tabelle sehen, von 150, von 152 und würde 30 Minuten laufen, ja? Würde er ungefähr 375 Kilokalorien verbrennen, aber davon nur 25% aus Fett, ja? Und jetzt sehen wir hier gleich schon, der Anteil ist natürlich bei der Fettabbau- oder Fettverbrennungsmethode hier höher, ja? Wir haben hier 40% und hier haben wir 25% aus Fett. Aber das ist jetzt das Entscheidende, wie viel Fett wird denn wirklich verbrannt? Und zwar haben wir jetzt hier ca. 93 Kilokalorien, ja? Also weil wir insgesamt viel, viel mehr Fett hier oder viel, viel mehr Kalorien hier verbrannt haben, verbrennen wir zwar anteilig nicht so viel Fett, aber dafür in der Gesamtmenge gewinnen wir mehr Kalorien oder mehr Energie aus Fett, ja. Und deswegen sollte man auch nicht wieder dieses Larifari-Training, wo ich ja das letzte Mal schon wieder ein Video drüber gemacht habe, machen, sondern sich ein bisschen mehr anstrengen und hier diese Methode bevorzugen, wenn man denn Fett abbauen möchte. So, wenn du uns jetzt aber bei Zero to Hero schon etwas länger kennst, dann weißt du ja bestimmt, dass wir diese Methode hier des Trainings, des Ausdauertrainings nicht so häufig empfehlen, sondern dass wir hier das HIIT-Training bevorzugen, ja, das High Intensity Interval Training. Und das ist einfach ein hochintensives Intervalltraining auf Deutsch, ja. Und das heißt, dass du zum Beispiel eine kurze Zeit sehr, sehr schnell sprintest und dann wieder eine kurze Entlastungspause hast und das immer mehrere Male wiederholst. Und dann kannst du auch von diesem Effekt profitieren, den wir hier bei der zweiten Methode haben, ja. Also, dass du auch ziemlich viele Kalorien verbrennst, die Zeit aber extrem runterschraubst. Also, dafür brauchst du meistens so 10 Minuten. Und aber du natürlich in der Gesamtmenge hier mehr Kalorien aus Fett verbrennt hast, vor allem nach dem Training, wenn die Kalorien oder wenn die Energie aus Kohlenhydraten schon ziemlich stark verbraucht wurde. Das war's für dieses Video. Wenn du hier kostenlos Muskeln aufbauen willst, kannst du mal hier auf diese Schrift klicken, dann werde ich dir 4 Videos zusenden, wo ich dir ganz genau zeige, wie der Muskelaufbau funktioniert, was du dafür tun musst, um diesen Sommer noch dein Sixpack und deine coolen Muskeln zu erreichen. Und ja, trag dich auf jeden Fall hier ein, wenn du mehr darüber erfahren willst. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.